nein, nein, nein. Oh mein Gott! Was ist das denn jetzt? Ich bringe wieder meinen eigenen Merch raus. Ihr könnt euch ab dem 3. Oktober auf jojonas.shop T-Shirts und Hoodies in verschiedenen Größen mit verschiedenen Designs bestellen und die ersten 500 Bestellungen erhalten eine handsignierte Autogrammkarte. Hey Leute, heute ist es endlich soweit, denn heute kommt endlich die Fortsetzung von 10 Arten von Brawl Stars Spielern. Das Ganze heute wird noch ein bisschen schwieriger für mich werden. Ich bin gespannt, ob ich die einzelnen Spielertypen auch richtig darstellen kann. Und wie immer natürlich jetzt viel Spaß mit der Folge und gerne in die Kommentare schreiben, welche Spielertypen ich das nächste Mal auch noch darstellen kann. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Camper. So, ja, welchen Brawler soll ich wählen? Ich glaube, ich nehme am besten einfach mal Bull. Ich glaube, Bull ist ganz gut, weil er sehr viel Leben hat. Und ja, komm, lass einfach mal eine Solo-Showdown-Runde reingehen. Let's go. Oh mein Gott, das sind richtig, richtig viele Boxen. Oh mein Gott, da müssen wir sofort hinlaufen. Ah, aber das ist ein Crow. Oh mein Gott, okay, da würde ich eh mal... Okay, nee, da würde ich weglaufen. Da ist auch ein Karl. Oh mein Gott. Okay, also ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Busch und bleiben da drin erstmal ganz kurz. Okay, ich glaube, jetzt sind wir safe. Jetzt können wir weiterlaufen. Der Karl lässt uns noch hier ein bisschen Platz. Ich glaube, eine Box können wir jetzt hier schnell holen. Oh, ist ganz gefährlich, was ich da mache. Oh mein Gott, das ist so gefährlich. Oh mein Gott, okay, ich glaube, okay, direkt wieder in den Busch. Ich hoffe, der Spike hat mich nicht gesehen, aber ich glaube, ich bin jetzt safe im Busch. Okay. Ich würde auch gar nicht angreifen. Angreifen ist, glaube ich, schlecht im Brawl Stars. Das ist viel zu riskant. Ich würde einfach nur im Busch bleiben. So, einfach weglaufen hier und wieder in den Busch gehen. Let's go. So, und da können wir drin bleiben. Jetzt sind wir erstmal safe. So, der Karl wird uns da nicht sehen. Let's go. Okay. So, sehr gut. Der Karl läuft jetzt hier weg. Und ich würde sagen, oh nein, ich kann nicht in den Busch gehen. Ich muss in den Busch, ich muss in den Busch zurück. Nein, der hat 5 Cubes. Wieso haben die so viele Cubes? Das ist voll unfair. Alter, oh mein Gott. Ich versuche in den Busch wieder zu gehen, aber ich kann nicht mehr. Und ich habe jetzt hier ein Schild. Der trifft mich. Nein, 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 nein. Ich muss zielen. Komm. Oh, was? Nur Platz 3. Ich habe doch so gut gecampt. Das gibt's doch gar nicht. Der Analyst. Oh mein Gott, das haben wir echt verloren. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir müssen sofort in den Kampflog gehen, die Wiederholung anschauen. Das muss ich erstmal analysieren. Oh mein Gott, warum haben wir verloren? Also zuerst sehen wir, die Gegner hatten schon mal Mortis. Mortis kann es natürlich extrem leicht kontern, denke ich. Dann hat uns der Boxer und Mortis zusammen zurückgedrängt, weil die eben sehr viel Leben haben. Dann habe ich als Jesse zu weit zurückdrängen lassen und der Boxer hat uns schon sehr hart in die Ecke gedrängt. So, dann haben wir hier den Kill gemacht und waren in Überzahl. Jetzt kommt der Konterpush. Wir versuchen, in die Offensive zu gehen. Piper ist gekillt. Wir versuchen jetzt hier das Tor zu erzielen. Aber ich kann es nicht schaffen, das Tor zu erzielen. Ich sterbe ganz knapp vor dem Tor. Und jetzt kontern wiederum die Gegner. Der Mortis ist ganz schnell, kann den Ball jetzt hier nach vorne bringen. Der Box hat auch noch sehr viel Leben. Wir sind alle tot. Der Mortis dasht jetzt hier nach vorne. Ich versuche noch irgendwie es zu verhindern. Und dann macht der Mortis über die Banne das Tor und deswegen haben wir das Spiel verloren. Ah, okay, eigentlich total logisch. Der gar nichts hinbekommt. So, let's go. Brawlball-Runde. Ich bin richtig motiviert und wir haben jetzt hier auch... Oh, das sind richtig leichte Gegner, denke ich. So, jetzt hier erstmal direkt den Karl versuchen anzugreifen. Okay, so, ich habe jetzt hier den Ball. Ich versuche jetzt hier einfach reinzulaufen. Oh mein Gott, let's go. Und... Ah, nein, nein, nein. Ich habe fast das Tor gemacht. Egal. Wir bekommen das gleich hin. Ich versuche es direkt nochmal. Wir können es dafür auch den Ball nehmen. Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach das Tor machen. So, eine Minute haben wir noch Zeit. So, jetzt irgendwie hier weg von der Ems laufen. Ah, und jetzt hier in die Mitte. Komm, 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 komm. Ja, 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 Ball nach vorne. Oh, komm. Ah, Tor, komm. Oh, fast. Ich hätte es fast hinbekommen. Fast. Ganz, ganz knapp. Okay, ich bin ganz allein. Ich muss nur noch das Tor machen. Komm. Nein. Ah, ich bleib an der Wand die ganze Zeit hängen. Das geht's doch gar nicht. Okay, jetzt habe ich den Ball. Jetzt habe ich den Ball. Okay, let's go. So, jetzt hier einfach nur nach vorne laufen. Let's go. Da ist der Karl. Oh, ich muss zurück. Ich muss zurück. Ja, ja, ja. Nein. Ich hätte das Tor fast gemacht. Okay, ich bin jetzt ganz allein. Ich muss jetzt nur irgendwie versuchen, diesen Karl auszuschalten. Oh, der läuft total weg. Ich komme da gar nicht ran. Ich komme da überhaupt nicht ran an den. Jetzt kommt. Nein. Oh mein Gott, wieder gestorben. Nee, okay, noch 15 Sekunden. Wir müssen irgendwas machen. Komm, ich muss jetzt einfach nochmal den Ball nehmen. Wir haben noch 10 Sekunden. Und jetzt einfach irgendwie das Tor machen. Komm, 7. Oh mein Gott, ich schaffe das noch. 5, 4, 3, 2, 1. Komm. Oh mein Gott, ich hätte das Tor so... Oh mein Gott, ich hätte es 100% nicht gemacht. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Der immer denselben Brawler wählt. Ah, let's go. So, gerade ist aufgestanden. Erstmal jetzt eine richtig gute Runde Brawl Stars. Ich würde sagen, ja, ich habe einfach Bock. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier meinen Lieblings-Brawler und zwar den Leon. Ja, Solo-Showdown, richtig geil. Erstmal hier rein in die erste Runde. Let's go. Let's go. Und da haben wir den Win. Alter, richtig geil. Wieder mit Leon hier gewonnen. So, wir wollen jetzt die Juwelenjagd pushen. Ich schaue mal die Map an. Die ist ziemlich offen. Also ich glaube, wir sollten Leon wählen. Okay, wir wollen jetzt Brawl Ball pushen. Also ich muss sagen, Brawl Ball ist echt ziemlich gut für Tanks. Also ich würde sagen, ich wähle Leon.
Okay, also Tresorraub. Tresorraub, ich glaube, da wäre ein Distanz-Brawler sehr gut. Also die Map ist sehr, sehr offen, glaube ich. Ich glaube, da wäre Leon ganz gut. Okay, Kopfgeldjagd. Also Kopfgeldjagd, die Map ist sehr, sehr offen. Ich würde wirklich eher Distanz-Brawler nehmen oder vielleicht einen Tank. Also sowas wie Bull vielleicht. Oder ich wähle einfach Leon. Der Teamer. Oh, let's go. Solo-Showdown. Ich habe richtig Bock. Ich habe extra Dynamite gewählt. Also meine Taktik ist es einfach. Ich greife eigentlich gar nicht an, sondern ich drehe mich nur. Und dann sollen die Leute mit mir teamen. Mal schauen, ob es klappen wird. Ey! Egal. Nächste Runde wird bestimmt klappen. Okay, jetzt hier der Crow kommt. Team. Ja, oh mein Gott. Oh, er hätte fast geteamt. Er hat sich sogar gedreht. Okay, der Rico, der mit Team, 100%. Guck mal, der ist schon richtig, der sieht, ja, der Team, let's go, sehr, sehr geil. Okay, da haben wir jetzt endlich mal ein Teammate gefunden. Ey, dreh dich, let's go, sehr, sehr nice, okay. Okay, jetzt haben wir endlich mal hier ein Teammate gefunden. Jetzt werde ich mal endlich nicht letzter vielleicht, richtig OP, let's go, komm. Ja, Mann, let's go, sehr, sehr nice. Guck mal, da ist jetzt ein Cold, den können wir jetzt hier zusammen einfach angreifen. Oh ja, easy, let's go. Oh ja, Team ist so geil, Leute. Let's go, Alter, direkt jetzt hier den Kill gemacht. So, jetzt kann ich mir hier den Cube holen, richtig entspannt. Und jetzt haben wir hier beide zwei Cubes. Ich drehe mich jetzt schon weiter. Und wir wissen, wir sind jetzt beide richtig safe, weil wir einfach die krassesten Spieler sind. Sehr, sehr nice. Guck mal, ich bleibe jetzt hier wieder bei ihm. Wir haben zusammen 6 Cubes. Das ist so OP. Oh, let's go. Guck mal, den habe ich auch fast geholt. Und jetzt kann ich hier vielleicht auch den Surge irgendwie killen oder so. Nee, okay, schade. Oh, er hat mich angegriffen. Nein, ich bin gestorben. Ey, du hättest mich beschützen müssen. Oh mein Gott, das ist voll der Assi-Teammate gewesen. Der Kommentator. Wir starten jetzt hier rein in das erste Match Brawl Ball. Wir sehen jetzt hier live Brawl TV vor über 700 Zuschauern. Wir sehen, die Wände sind schon mal offen. Wir sehen ein sehr ausgeglichenes Match bisher. Es steht noch 0:0. In 30 Sekunden gehen wir in die Overtime. Der Dynamite versucht jetzt hier defensiv zu bleiben, hinter der Wand. Versucht sich zu verschanzen. Der Rico macht Druck. Penny Rico. Da kommt die Sandy mit dem Schuss. Der Schuss ist nicht ganz drin. Jetzt versuchen die hier in die Ecke den Ball zu bringen. So, der Rico ist es hier am Start. Bringt den Ball nach vorne. Dynamite am Ball. Dynamite mit der Ult. Und er stirbt. Oh mein Gott, er ist noch gestorben. 16 Sekunden bleiben übrig. Jetzt ist das blaue Team hier in Überzahl. Kann das blaue Team jetzt hier von seiner Überzahl profitieren? Cold ist am Ball. Cold kriegt die Ult ab. Der Ball rollt und er wird abgewehrt vom Dynamite. Direkt vor der Linie. Das kann doch nicht wahr sein. Dynamite mit der Ulti. Trifft den Karl aber nicht. Jetzt ist wir sind in der Verlängerung. Der Karl hat den Ball und der Schuss kommt und er ist drin. Tor! 1:0. Das blaue Team gewinnt hier völlig verdient das Match. Unfassbare Spannung. Völlig verdienter Sieg vor über 700 Live-Zuschauern hier in Brawl TV. Krank. Der Sniper. Okay, let's go. Wir spielen jetzt hier Kopfgeldjagd und ich habe Piper ausgewählt. Und ich hoffe, dass ich den ein oder anderen Schuss treffen kann. Let's go. So. Verstecken uns hier im Busch und let's go. Jetzt können wir direkt hier die ersten beiden Schüsse treffen. Sehr, sehr nice. Okay, da haben wir jetzt schon mal unsere Ulti einigermaßen aufgeladen. Und den muss ich jetzt nur noch irgendwie hier absnipen. Oh, und nein, nicht ganz bekommen. Und... oh, let's go, sehr, sehr geil. Erster Kill ist da schon mal hier. Und den Brock abgeschossen, let's go, richtig nice. So, jetzt haben wir hier Mr. Peace. Öffnen wir hier die Wände, um jetzt hier richtig entspannt die Station abzusnipen. So, jetzt wieder Gadget hier an und jetzt schießen wir hier rein und wir killen wieder den Brock. Ist der vierte Kill in der Runde. Alter, ich bin so krass mit Piper gerade. Es ist unglaublich, Leute. Okay, so, jetzt haben wir wieder hier den Daryl am Start. Jetzt haben wir hier den Mr. P. Es ist der Brock hier am Start. Wir machen das Gadget an und haben den nächsten Kill, Leute. Das ist fünfter Kill in der Runde. Let's go. Der Brock am Start. Let's go. Einmal und... kommt, noch einmal. Nein, nicht ganz. Egal. Ach, nur 5 Kills. Aber ich denke, ich kann hoffentlich zufrieden sein, ja. Der Ausraster. Okay, let's go. So, hier mit dem Boxer direkt in die Solo-Showdown-Runde. Ich habe richtig Bock, Leute. Ich glaube, ich werde die Runde locker gewinnen. Passt auf. Okay, let's go, so. Okay, das ist der Poco. Komm, den killen wir easy direkt. Den killen wir direkt easy. Ah, komm ran, Mann! Komm! Oh mein Gott, ich krieg ihn. Ja. Ja, den krieg ich. Let's go. Oh, let's go, Leute. Alter, easy kill. Alles entspannt. Der Karl ist hier. Den Karl können wir kriegen jetzt. Come on. Komm. Oh, nein, Junge. Hör auf. Komm ran. Mann! Egal. Okay, lass mal in Ruhe. Komm, werfen rein. Oh, der bringt einen Kometen. Nein, Junge. Was? Mann! Okay, also ich bin eigentlich wirklich gut mit Barley. Ich werde die Runde locker gewinnen. Oh, die Shelly, nein. Shelly, oh mein Gott, die lässt mich nicht in Ruhe. WTF, lass mich in Ruhe. Ey, Mann. Oh mein Gott, das ist so ein dummes Spiel, ey. Egal, wir öffnen mal zu... ach, komm, eine Megabox, come on. Oh mein Gott, ich krieg nur Münzen aus der Megabox. Was ist das denn? Let's go, komm, wir kriegen jetzt alle Cubes in der Mitte. Oh, die Runde gewinnen wir, das merke ich jetzt schon. Die Runde gewinnen wir. Komm, let's go. So, wir haben den dritten Cube. Und ja, komm, da ist der Leon wieder. Da ist mir jetzt egal. Ja, lass mir die Cubes. Das ist alles meins. Gib mir die Cubes. Let's go. Fünfter Cube. Easy. So. Oh, da geht's ab. Da kann ich jetzt abstauben. Easy. Nein!
Gib mir den Cube, gib mir den Cube. Easy, ja. Ja, 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 ich hab ihn, ich hab ihn. Nein, nein, nein. Oh mein Gott! Was? Boah, dieses dumme Spiel, ey. Was ist das denn jetzt? Wie ist das denn jetzt passiert? Oh Mann, ey. Der, der zu viel Geld hat. So, erstmal hier ganz entspannt in Brawl Stars gehen. Welchen Brawler soll ich spielen? Ist eigentlich echt ein bisschen langweilig. Wir haben inzwischen jeden Brawler freigeschaltet und alles maxed. Aber haben wir den Brawl Pass schon gekauft? Wir haben schon alles gekauft. Was ist das denn? Das ist ja voll langweilig. Wir gehen mal in den Shop, was wir da so drin haben. Oh lol, wir haben einen neuen Skin, maskierten Spike. Richtig geil. Den würde ich sagen, kaufen wir uns doch direkt mit Creator Code Jojonas an der Stelle. Und ich würde sagen, let's go. Alter, richtig geiler Skin. Der kostet nur 30 Gems. Alter, da haben wir eigentlich das Geld gespart sogar. Also Leute, ich würde eigentlich wirklich sagen, dass wir jetzt hier eigentlich auch direkt noch Markenball-Doppler kaufen. Hä, das ist viel zu wenig. Ich habe immer noch über 3000 Gems. Okay, direkt noch eine Megabox, let's go. Hä, nichts ist drin, was ist das denn? Direkt noch eine Megabox. Komm. Ach, nur, das ist ja richtig dumm, ey. Komm, noch eine Megabox. Hä, als ob wir nichts ziehen. Okay, noch 3000 Gems. Ja, komm, öffnen wir noch eine Big Box, ganz ehrlich, ey. Hä, immer noch nichts? Ah, noch eine Big Box, komm. Nichts? Noch eine Big Box. Ach, egal, komm. Ey, Leute, ich bin jetzt so frustriert. Ich kann nicht anders. Ich muss jetzt 2000 Gems aufladen. So, let's go. Kaufe erfolgreich 2000 Gems. Wir müssen eigentlich immer über 5000 Gems auf dem Account haben. Ansonsten lohnt es gar nicht, Brawl Stars zu starten, finde ich. Und ja, komm, einfach nochmal ein paar Münzen hier kaufen. Let's go. Aber ich glaube, es reicht erstmal. Aber wisst ihr, was ich auch noch für ein Problem habe? Mein Handy ist hier gestern so kaputt gegangen. Das hat hier so einen Sprung. Das ist total dumm irgendwie. Also ich habe auch noch ein Handy und ich habe auch noch ein weiteres Tablet hier. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ich brauche eigentlich immer zwei Handys. Okay Leute, also ich konnte nicht anders. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch ein weiteres Handy gekauft. Hat mich jetzt auch nur 1000 Euro gekostet, das war im Angebot. Der Spammer. So, let's go. Jetzt hier ganz entspannt mit Cold in Kopfgeldjagd. Richtig nice. Und ich würde sagen, wir greifen jetzt hier direkt an. Oh, das sind die Gegner, das sind die Gegner. Nachladen, nachladen, nachladen. Komm, let's go. Einfach rein. Ja, Mann, Kill. Let's go. Sehr, sehr geil. Komm. Und oh, kann ich dann insgesamt 5-mal eine Salve auf die Gegner schießen. Zum Beispiel jetzt hier. Guck, einfach direkt nachladen. Oh, let's go. Kill ist da. Und Double Kill. Let's go. Richtig geil. Einfach rein spammen. So. Okay, jetzt habe ich leider mein Gadget verbraucht. Aber wir haben zum Glück noch immer ordentlich Munition. Da oben ist einer in die Minen reingelaufen. Einfach rein spammen. Komm. Ult. Und nächster Kill. Let's go. Alter, OP. Ja, nein. 19. Oh mein Gott, wir müssen es gewinnen. Ich habe noch 13 Sekunden. Ich muss einfach in die Mitte jetzt gehen, rein spammen. Da ist der. Oh, ja, 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 da ist der Kill. Let's go. 32. Oh mein Gott, jetzt einfach rein spammen. Kill. Let's go. Oh mein Gott, wir sind so gut. Kill, 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 kill. Oh, let's go, Leute. Alter, ich bin so gut mit Cold. Habt ihr gesehen, wie viele Kills ich gemacht habe? Oh mein Gott, ich bin Starspieler. Ich bin so gut in dem Game. So viel zum heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Schauspielkünsten begeistern. Und natürlich noch zum Handy. Ne? Das Handy ist mir einfach runtergefallen, hat eben einen Sprung gehabt. Das werde ich eben einfach heute austauschen lassen und kann es dann auch weiterhin verwenden. Also wurden keine Handys beschädigt für das Video. Und ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, welche Arten von Brawl Stars Spielern ich in der nächsten Folge zeigen kann. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao.